Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Heute möchte ich das Wimmelbuch Die Straße, eine Bilderreise durch 100 Jahre von Gerda Reit und Christa Holtei vorstellen. Es ist bei Bels und Gelberg erschienen. Und analog zu Stephen Noon mit Die Geschichte einer Straße haben die beiden Autoren sich eine Straße vorgenommen. Auf der linken Seite sieht man immer hier das Haus mit dem Längsschnitt, wo man in die Wohnung reinschauen kann. Rechts dann der Blick auf die Straße, auf die Kreuzung und erzählen in sieben großformatigen, doppelseitigen Bildern die Geschichte Deutschlands der letzten 100 Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie fangen im Kaiserreich an, in der Weimarer Republik, beziehungsweise hier sind wir schon dann in den 30er Jahren mit der Hitlerjugend. Dann geht es weiter, Krieg, 50er Jahre und so weiter, bis zur Jetztzeit. Und anhand der Einrichtungsgegenstände, der Mode, des Zusammenlebens, wer was macht, wie sie zusammenleben, welche Technik einzieht, wie die Technik das Leben, den Alltag verändert, wie die Geschäfte sich wandeln. Lernen die Kinder die Geschichte kennen. Die beiden Autoren haben pro Doppelseite eine Geschichtsepoche eingefangen und haben ganz gut das Gefühl, diesen Zeit, das Typische dieser Epoche in den Bildern festgehalten. Zwei negative Punkte muss man aber hier erwähnen. Also erstens, es gibt keine Zeitangabe hier. Das ist schwierig. Wir Erwachsenen können erkennen. Das ist die Hitlerjugend. Wir sind in den 30er Jahren. Oder wir können hier erkennen, Kutschen, noch keine Autos. Wir sind um 1900. Aber Kinder können es nicht erkennen, weil sie das Wissen nicht haben. Hier hätte sozusagen auf jeden Fall eine Zeitangabe sein müssen. Und das Zweite, was noch eigentlich viel gravierender ist, es geht um Deutschland im 20. Jahrhundert und es gibt kein Bild zur DDR. Das finde ich sehr schade, weil die DDR und die Wende ein wichtiger Bestandteil der deutschen Geschichte der letzten 30, 40 Jahre war. Und da hätte auf jeden Fall ein Bild hin müssen, um die Teilung Deutschlands und die unterschiedlichen Staaten zu zeigen. Trotz allem dieser zwei Kritikpunkte ist die Straße, eine Bilderreise durch 100 Jahre, sehr zu empfehlen, weil den Kindern klar wird, wie früher die Menschen gelebt haben. Ich gebe nochmal einen Blick ins Bild. Hier hinten gibt es übrigens auch nochmal so kurze Erläuterungen, was sich verändert hat, zur Hygiene, zur Kommunikation. Und die Kinder können erkennen, wie heute auch das Leben einfacher und bequemer ist und die Vorzüge wertschätzen. Und letztendlich gibt es eben auch einen wunderschönen oder guten Einblick in die Geschichte Deutschlands. Sehr zu empfehlen für Kinder ab Vorschule, vielmehr nach Grundschule, auch sehr gut als Einstieg in den Unterricht Geschichte Deutschlands. Oder um auch mal klarzumachen, wie lebten Kinder früher wie heute und wie veränderten sich auch die Geschlechterrollen. All das wird hier festgehalten. Also die Straße, eine Bilderreise 100 Jahre, das Wimmelbuch von Gerda Reit und Christa Holte im Bels-Gelberg Verlag erschienen, empfehle ich sehr. Die ausführliche Rezension wie immer in meinem Kinderbuchblog, dort ist sie zu finden und ich verlinke sie auch in der Bildbeschreibung. Dann bis später.